Weiter geht's bei NIMBY Rails. Heute mit ein bisschen musikalischer Untermalung. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay, wir bauen weiter, immer weiter und wollen natürlich irgendwann einmal nach Köln ankommen. Und ja, wir wollten hier durch. Wir sind jetzt hier oben angelangt und wollten jetzt eigentlich mit 300 km/h hier lang, und ich würde tatsächlich sagen, hier in dem Bereich, und dann versuchen wir hier Herzogenrath, Aachen, hier lang dann Richtung Köln zu kommen. Mal schauen, ob wir das heute schaffen. Ich bin tatsächlich gespannt. Wir nehmen natürlich eine zweigleisige Strecke, ganz klar. Und ab hier, haben wir gesagt, wollten wir auch versuchen, nach Möglichkeit die 300 km/h zu halten. Das ist das Ziel bei Strecken, die tatsächlich außerhalb geschlossener Ortschaften sind. Ich hoffe, dass das auch so klappen wird. So, gucken wir mal weiter. Hier haben wir schon die erste Kurve. Ah, das, da wird es schon eng. Aber es geht gerade noch so mit 300 km/h. Okay, mit 300 km/h an Kortenberg vorbei. Na, Heidwitzka. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal eine Strecke, die wir nutzen können. Das ist schon mal ganz gut. Interessanterweise kommen wir hier nicht über den Fluss drüber. Das heißt, wir müssen hier in einen Tunnel gehen. Übrigens eine Sache, die man hier noch nicht verbessert hat, dass wir die Möglichkeit haben, hier tatsächlich andere Brücken zu bauen. Ich bin ja auch ein großer Brückenfan. Aber okay, jetzt sind wir einmal schief gelaufen. Das müssten wir noch verändern können. So. Ja, okay. Dann sind wir bei 300. Dann machen wir hier einmal munter weiter. Auf 350 km/h. Und dann durch Herent mit 350 km/h. So. Jetzt müssten wir eigentlich tatsächlich einfach stumpf geradeaus. Aber ich habe so das Gefühl, dass das nicht geht. Deswegen gehen wir jetzt tatsächlich in einen Tunnel und weichen jetzt mal von dem Standardbau ab. Dann gucken wir mal, dass wir hier auf 300 bleiben. Und dann könnten wir eigentlich jetzt schon wieder rausgehen aus dem Tunnel. Um dann einen Schlenker zu machen hier rum. An St. Troiden vorbei. Oben an Maastricht vorbei. Obwohl, nein, und an St. Troiden, unten an Maastricht vorbei Richtung Aachen. Okay, so machen wir das. Dann bauen wir die Entwürfe schon mal. Und gehen von hier aus weiter in einem langen Bogen. Allerdings nach Möglichkeit jetzt mit einer ganz regulären, na, das wollte ich nicht, Strecke. Ja, hier wird es schon schwer, da müssen wir an dieser Straße vorbei. Müssen wir tatsächlich, wir müssen echt weiter in diesen Tunneln bleiben. Na gut. Ziehen wir den mal ein Stückchen zurück. Und dann bleiben wir tatsächlich in einem Tunnel. So. 300. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich tatsächlich auch so wenig Tunnel bauen wie möglich, weil das ist eigentlich nicht mein Ziel. Da gibt es Linden. Ich würde sagen, wir versuchen hier durchzukommen. Gucken, ob das klappt. Hier gibt es aber auch viele Straßen. Heidewitzka. Mal da lang. Dann da lang. Da wird es wieder der Winkel machen. Da kommen wir durch. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder in den Tunnel rein. So. Gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Das wäre nämlich ganz gut. Na, ohne Tunnel. So, einmal raus aus dem Tunnel. Und dann gucken wir, dass wir jetzt hier weiterbauen. Einmal geradeaus. Das sieht gut aus. So, und jetzt weiter hier in die Richtung. Ja, sehr gut.
So, dann also weiter geradeaus, grob in die Richtung. Da ist aktuell nichts. Da, der hoffentlich können wir da mal einfach ein paar lange Meter machen. Ja, sehr schön. Das sollte hier oben hoffentlich auch alles auf 300 sein. Sehr gut. Und jetzt gehen wir einen kleinen Bogen und gehen nach Sankt Truiden. Na, hier wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich frage mich übrigens tatsächlich, wo die Originalstrecke verläuft. Das muss ich irgendwann, muss ich das wirklich nochmal nachschlagen. Ich hab die Seite ja noch offen. Das werde ich irgendwann machen. Hier vorne sieht es mir nämlich so auch, als wenn hier irgendwas läuft. Hier könnte noch irgendwas parallel laufen an der Autobahn. Aber wir wollen natürlich unsere eigene Strecke bauen. Also da müssen wir wieder in den Tunnel rein. Das klappt sonst nicht. Einmal dahin. Gut, da müssen wir noch einmal umbauen. Das klappt nicht. Der kommt einmal weg. Der auch. Und dann gehen wir da vorne schon in den Tunnel. So. Und einmal hier weiter. Jetzt sind wir bei Kerkom. Wo wollen wir denn hin? Also wir wollen jetzt einen kleinen Schlenker machen in die Richtung. Gehen wir erstmal dahin. Durch den Ort durch. Das wird nichts. Hier unten können wir da lang. Jetzt müssen wir gucken, ob wir da 300 schaffen. Ja, das sieht gut aus. Da kommen wir natürlich nicht rüber. Wir könnten hier so einen scharfen Bogen machen, aber das ist auch doof. Da wird er dann zu langsam. Das wäre ärgerlich. Ich würde halt das. Oder wir gehen halt hier vorne lang. Warte, wir kommen definitiv nicht darunter. Okay, dann müssen wir da tatsächlich wieder. Dann bauen wir das erstmal und machen dann hier vorne wieder ein Tunnel. Einmal ein Tunnel bitte. So. Einmal dahin. Ja, ich würde sagen, wir können auch den Fluss hier gleich untertunneln. Dann sind wir da auf der sicheren Seite und gehen erstmal hier vorne wieder raus. Ja, das sieht gut aus. So, weiter im Programm. Wir müssen jetzt einen Schlenker machen in die Richtung. Also nach Uts. Diesen Naken da unten. Einmal dahin. Gucken wir, dass wir hier bei 300 bleiben. Dort. 300. So, sind wir jetzt richtig unterwegs? Sehr schön. Das sieht sehr gut aus. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir jetzt tatsächlich wieder gerade Meter machen. Da kommen wir so einfach nicht drüber. Also auch da wieder in einen Tunnel rein. So. Dann hoffe ich mal, dass wir da rauskommen. Okay, das geht auch nicht. Dann gehen wir mal da mit dem Tunnel auch einfach weiter. Okay, mal gucken, ob wir hier jetzt durchkommen. Da bin ich mir jetzt nämlich auch nicht sicher. Nee, Brücke will ich natürlich nicht. Das ist ja Quatsch. Das wollte ich tatsächlich nicht. Dann reißen wir mal das letzte bisschen da wieder ab und dann gucken wir, dass wir hier weiterbauen. So, ja, sehr gut. Das sieht gut aus. Ja, perfekt. Einfach jetzt geradeaus und da kommen wir auch wieder nicht lang. Wir können da lang. Das ist vom Winkel okay. Einmal da lang. Und da kommen wir. Aber wir müssten. Ey, das ist der Wahnsinn. Wir müssten hier so einen krassen Winkel machen. Das wird nichts. Also, ich frage mich wirklich immer wieder, wie die Planungsingenieure das machen. Also,
diese Gleise bauen ist, also das ist echt wahnsinnig schwierig, weil überall sind Straßen, die du machen, nicht machen kannst. Und ja, jetzt passiert nämlich genau das, was ich vermutet hatte. Jetzt fahren wir voll auf diesen Ort zu. Jetzt gucken wir mal, ob wir es noch hinkriegen, unten runter zu laufen. Weil hier vorne sind wir tatsächlich falsch abgebogen. Das müssen wir wieder löschen. Wahnsinn. Also das ist schon... Puh. Also dieses Spiel zeigt mir immer wieder, wie schwer so ein Job eines Planungsingenieurs ist. Wir müssen nämlich eigentlich in die Richtung. Das geht sogar. Ja, ein bisschen nach unten. Gucken wir mal. Ja, sehr gut. Jetzt über den Fluss kommen wir auch drüber. Sehr schön. Und hier mit Sicherheit nicht. Da haben wir keine Chance. Egal wie wir es machen. Da kommen wir nicht drüber. Gut, dann gehen wir da vorne auch wieder in einen Tunnel rein. Dann werden wir hier mal das Ding großzügig untertunneln. So, jetzt gehen wir hier lang. Und dann können wir schon wieder aus dem Tunnel rausgehen. Ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt am Algorithmus liegt oder ob das hier an oder ob das wirklich an dem Realismus des Spiels liegt. Da bin ich mir nämlich echt nicht sicher. So, wir gucken erstmal jetzt. Wir müssen tatsächlich jetzt wieder in eine Brücke, also in den Tunnel rein. Das ist der Wahnsinn. Rein in den Tunnel, raus aus dem Tunnel. Wir gehen da einfach nochmal weiter. So, einmal durch, einmal durch. Das ist ey, unglaublich. Also wir müssen hier echt überall, wir bauen überall nur Tunnel, ne? Bei diesen vorhandenen Gleisen. Aber ich meine, wir können natürlich auch überall starke Kurven machen, das ist kein Problem. Gut, dann untertunneln wir jetzt einfach ganz sinntreuden. Und gehen hoffentlich auf der anderen Seite wieder raus. Mit einer ganz normalen Strecke. Na, Moment. Das wollen wir natürlich nicht. Da wollen wir natürlich weiter. So. Einmal aus dem Tunnel raus. Wahrscheinlich werden wir da gleich wieder Probleme haben, über die Straße zu kommen. Na, super. Wir könnten natürlich hier hoch. Aber das Problem ist, es ist egal, wie wir sie anschneiden. Wir kommen nur so rüber. Und da ist der Winkel, da ist mir der Winkel zu krass. Also wie gesagt, so 280 lasse ich mir gefallen, aber 220 ist mir dann doch zu wenig. Was wir nochmal ausprobieren könnten, wäre tatsächlich, dass wir die Enden hier ein bisschen verschieben. 290, so. Und dann werden wir mal jetzt hier durchgehen. Ja, das kann ich mir noch gefallen lassen. Okay. So, und jetzt müssen wir einen Bogen hier lang. Und dann gehen wir erstmal weiter geradeaus. So, da auch. Da haben wir den Bogen, gucken wir mal, 331, passt. Müssten wir darüber, bei 300, das sieht auch gut aus. Einmal an dem Teich vorbei. Da kommen wir auch rüber. Jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie noch rüberkommen. Ah, das wird sehr eng. Können wir gucken, dass wir den hier ein bisschen nach oben setzen, soweit es geht. Oder nach unten schon. So. Und dann von dort aus 290 lasse ich mir gefallen. Ja, okay. So. Einmal kurz kontrollieren. Wir müssen hier lang. Und dann da lang. Okay, also grob geradeaus. Das sieht gut aus. Das auch.
Hier kommen wir wahrscheinlich... Ah, doch, hier kommen wir rüber. Aber da reicht der Winkel wieder nicht. Dann gucken wir mal, dass wir hier so weit runterkommen wie möglich. Oder in die Richtung eventuell. Das bauen wir schon mal. Das sind jetzt 300 Millionen gewesen. Wahnsinn, oder? Ah, Leute, das geht. Sehr gut. 290 passt. Wunderbar. Dann einmal hier weiter. 350, top. Gucken wir mal, ob wir darüber kommen. Ah, das sind Flüsse. Können wir eventuell darüber kommen? Ja, das sieht auch gut aus. Einmal kontrollieren. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Einmal gucken. 228. Nee, das geht nicht. Das entspricht nicht den Angaben vom Chef. Dann müssen wir tatsächlich das hier nochmal abreißen. Und den nochmal ein bisschen nach unten verschieben. Na, das geht sogar. Sehr schön. Und dann einmal in die Richtung. So, Tongan, da sind wir. Jetzt gehen wir mal nach da. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Straße hier kriegen können. Ich denke, da werden wir einen kurzen Tunnel machen. So, also einmal rein in den Tunnel. Und einmal da durch. So. Einmal kontrollieren. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt müssten wir auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass wir hier an der Stelle, da würde ich gerne durchkommen. Ich würde es tatsächlich mal so machen, dass wir das jetzt mal bauen und hier vorne schon mal ein Stück Gleis setzen. Einmal dahin. Das kann man ja dann ändern, wie man, das kann man ja ändern, wie man will. Und dann gehen wir von dort aus in den Tunnel. Da rein, so. Und den, mit dem Tunnel werden wir jetzt großzügig im Maastricht untertunneln. Ich denke, wir werden hier mal rausgehen. So. Einmal kontrollieren. Passt. Und von hier aus haben wir denn jetzt nämlich die Möglichkeit, dass wir hier lang gehen, hier nördlich vorbei. Und dann tatsächlich hier auch Richtung Aachen kommen. Und dann sind wir in Deutschland und auf dem Weg nach Köln. Sehr schön. Okay, dann machen wir mal den Schulterschluss dabei. Das sind übrigens immer sehr interessante Bauten. Ich finde das immer wieder unheimlich spannend, wie Ingenieure oder auch gerade hier Brücken und Gleise gebaut werden. Die fangen einfach von beiden Seiten an und das passt. Und die... Die wissen auch, dass es passt und das finde ich immer wieder so interessant. Jetzt müssen wir tatsächlich einfach nur noch geradeaus und das, ihr seht, ist leichter gesagt als getan. Kommen wir hier über diese Autobahn rüber? Kommen wir. Na, ja, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Das geht, Geschwindigkeit passt noch. Na, ja, das wird schon... Da haben wir mal 297. Ja, das ist okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da wieder runterkommen. Wir müssen ja nach da. Ja, das geht gerade noch so. Ah, das wird wahrscheinlich... Ne, das wird er nicht machen. Da müssen wir echt wegen dem kleinen Stückchen jetzt einen kleinen Tunnel bauen. Aber wir können uns auch vorstellen, dass das der Straßentunnel ist. Wie gesagt, ich würde tatsächlich auch gerne dann Viadukte bauen, aber die Viadukte funktionieren hier leider noch nicht so gut. Die haben noch eine sehr begrenzte... Komm, wir bauen hier weiter einen Tunnel. Die haben noch eine sehr begrenzte
eine sehr begrenzte Geschwindigkeit mit 250. Okay, so, jetzt müssen wir, wir können den Tunnel eigentlich auch weiter gen Norden ziehen, also dahin. Dann gucken wir mal, dass wir von dort aus tatsächlich jetzt hier lang kommen. Nein, das geht nicht. Warum? Zum Tunnel. Das bauen wir schon mal. Dann sind wir doch hier jetzt im Tunnel drin. Und den würde ich tatsächlich ja gern weiterziehen. So, einmal dahin. Geht das da eigentlich mit dem Tunnel schon los? Nee, 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 nee. Das wäre auch doof, wenn wir jetzt alles nur tunneln. Wir gehen mal hier an Herdern vorbei. So. Und dann einfach mit dem hier aus dem Tunnel raus. So. Das geht. Obwohl, da sind wir. Wir sind immer noch im Tunnel, ne? Wollt ihr aus dem Tunnel raus? So. Ah, wir sind noch nicht ganz gut unterwegs. Jetzt müssen wir das mal im Auge behalten. Oh Gott, Leute, das ist ja der Wahnsinn. Wir fahren einfach mal volle Kanne durch Zussen durch. Ja, das geht sogar. Einmal in die Richtung. Jetzt gucken wir mal die Geschwindigkeiten an. Ja, sehr schön. Versuchen wir mal den Schulterschluss. Und natürlich klappt es nicht. Wer hätte es gedacht? Na super. Okay, dann gehen wir jetzt hier in den Tunnel rein. Gucken wir, dass wir das jetzt hier mit dem Tunnel anschließen. So. Dann reißen wir einmal das Stück ab. Ja, die Gleise wollen wir entfernen. So, mal gucken, wo er in den Tunnel reingeht. Hier, da haben wir auch nur 260. Dann würde ich sagen, bauen wir tatsächlich den Gleisabschnitt hier weiter. Und dann passt das. Auch bei dieser Strecke bin ich wirklich, also mich würde es echt mal interessieren, wenn das einer von euch weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie oft passiert so etwas, dass man dort mit Gleisen ankommt und man sieht, hey, das passt ja gar nicht. Das ist ja komisch. Das würde mich, also ganz ehrlich, das würde mich wirklich mal interessieren. Da bin ich, ja, weil, keine Ahnung. Also ich habe da auch wirklich da überhaupt keine Erfahrung, was das angeht. Naja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und gucken jetzt mal, dass wir in Richtung Köln kommen. Wir sind hier unterwegs. Jetzt haben wir natürlich auch viele Berge. Das ist eine Sache, die übrigens noch nicht dabei ist. Die Berge und die Berg- und Talfahrten. Da hoffe ich tatsächlich auch noch auf ein paar Updates, dass wir dort noch mit reinkommen. Das fände ich tatsächlich ganz praktisch, wenn wir dort ja so eine Möglichkeiten hätten wie Berg und Tal oder sowas. Das wäre tatsächlich ganz, ganz nice. Okay. Dann bauen wir mal unsere Gleise weiter. Und gehen bitte einmal da lang. Ach, das ist ein Tunnel, ne? Nee, Tunnel wollen wir nicht. Wollen normales Gleis haben. Das reißen wir mal wieder ab. So. Gucken wir mal, ob wir hier lange den Meter machen können. Ja, das sieht ganz gut aus. Und da noch nicht. Das überlegen wir uns nochmal. So würde gehen. Einmal kontrollieren. Passt. Sehr schön. Müssen wir hin. Leichte Rechtskurve, aber ansonsten sieht es gut aus. Gucken wir, dass wir hier durchkommen. Und an Aachen vorbei. Sehr schön. Einmal dahin. Und kommen wir da irgendwie rüber? Ah, wir kommen dahin. Aber wir kommen nicht über die zweite Autobahn hier, ne? Nee, das wird nichts. Dann untertunneln wir das einfach großzügig auch hier wieder. Ich denke, das ist tatsächlich dann die beste Idee. Einfach hier einen Tunnel reinsetzen. So. Dann gehen wir da wieder raus. Perfekt. Okay, einmal geradeaus weiter. Das
geht nicht. Müssen wir ein bisschen weiter dorthin. Gucken wir mal. Geschwindigkeit passt. Alles bauen bitte. Und einmal... Oh Gott, ist das... Das wird jetzt spannend. Also einmal in Aachen vorbei. Jetzt sind wir schon wieder innerorts, würde ich sagen. Da könnten wir die mögliche Geschwindigkeit, die wir vorhaben, auch reduzieren. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes, die 350 zu halten. Ja, das sieht leider sogar noch gut aus. Ach Leute, ist das nicht cool, einfach mal so eine schöne ICE-Strecke vor der Tür zu haben? Da müssen wir auch wieder tunneln. Sieht gut aus. Einmal darüber. Und wenn einer von euch in Mittellürsfeld wohnt und vielleicht sogar hier in diesem Bereich, ja, vielleicht könnt ihr mal schreiben, ob genau dort ein Zug langfährt. Also ich sehe hier einen Gleis bis nach da. Ab hier scheint es bis nach da einen Tunnel zu gehen. Dann geht es hier weiter in Mittellürsfeld. Aber das gucke ich in der zur nächsten Folge, gucke ich das nochmal nach. So, das bauen wir erstmal. Dann gehen wir mal in den großen Modus und gucken erstmal, wo wir lang müssen. Wir wollen nämlich Richtung Köln und sind da eigentlich sogar auf dem richtigen Weg unterwegs. Wir müssten jetzt einfach nur noch ganz stumpf geradeaus weiter. Aber mal gucken, ob das klappt. Na guck, ist das nicht schön? Mit 300 durch Kämpchen. Ach, herrlich. Einmal da lang. Jetzt gucken wir, dass wir das hier weiterbauen. Einmal in die Richtung. Kommen wir denn irgendwie durch Morsbach durch, ohne einen Tunnel zu bauen? Moment. Da gibt es vielleicht... Nee, das müssen wir tatsächlich untertunneln. Okay, dann machen wir das. Aber das haben wir uns schon, das haben wir uns fast schon gedacht und haben schon die ersten Briefe verschickt, dass demnächst ein langer Straßentunnel mitten durch Morsbach führen wird. Einmal da lang. Und wenn einer von euch in Morsbach wohnt hier, bitte wundert euch nicht, wenn demnächst zyklisch ein paar Züge fahren werden, die möglicherweise zur Eisenbahn gehören, zum Orient Express. Ja, das ist halt der Preis, den man für die Moderne zahlen muss. So, da geht's weiter. Und durch Broich bitte. Einmal da lang. Wir darüber. Ah, das wird schwer. Hier unten. Wir könnten da lang. Das würde gehen. Oh, das ist gut. Haben wir hier irgendwelche, keine Geschwindigkeitseinbußen? Top. Könnten gucken, dass wir vielleicht sogar ein bisschen weiter runterkommen. Ich denke, hier könnten wir durchgehen. Ja, sehr schön. 341 passt. Oh Gott, jetzt haben wir da einen See. Oh, das sind die Kohle. Das sind Kohlegruben, glaube ich, ne? Eieieiei. Kinsweiler. Jetzt können wir natürlich versuchen, an dem See nördlich vorbeizukommen. Das könnte noch klappen. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Da gerade durch. An Kirchberg vorbei. Ihr Lieben, wenn jemand von euch in Kirchberg wohnt, es tut mir ganz schrecklich leid. Einmal hier durch. Und hier würde ich tatsächlich jetzt einfach schon dadurch, also ich gehe davon aus, dass wir hier wirklich ein Tunnel, ein Gebirge haben. Deswegen werde ich das einfach schon der Korrektheit halber untertunneln, damit das einfach besser aussieht. Und dann gehen wir mal weiter und versuchen jetzt hier mit dem Boden zu arbeiten. Ja, sehr schön. Wir sind kurz vor Köln, ihr Lieben. Jetzt gucken wir mal, wo wir unseren Bahnhof bauen. Also wir werden wahrscheinlich hier würde ich sagen, reinkommen. Hier in die Ecke. Ach guck, da ist sogar schon ein Gleis. Na, ist das nicht cool? Ja, super.
dann könnten wir wirklich hier innerorts uns hier langhangeln und hier mittendrin, ich würde sagen, mittendrin heißt für mich tatsächlich hier, ja, da bauen wir unseren Bahnhof hin. Sehr schön, so machen wir das. Ein Bahnhof erstellen. Deutsche Postfiliale, das wird dann der Köln Hauptbahnhof, 300 Meter lang. So. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge von hier aus vorarbeiten und den Schulterschluss schaffen. Und dann sind wir tatsächlich mit der Strecke von Brüssel nach Köln schon fertig. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Also in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Strategie, ne? Ciao, ciao.